Ja, so, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und damit herzlich willkommen. Hey. Jetzt will ich mal gucken, wie es funktioniert. Okay, das wird funktionieren, aber warum gibt es keinen Sound? Warum speichert er die Scheiße nicht? Sekunde. Verstehe ich nicht. Ne, ist egal. Ich weiß nicht, System, das ist soweit okay. Aber warum? Wieso? Oh, Windows 11 halt. Tja. Nee, das ist schon soweit okay.
Aber wieso? Gut, dann halt nicht. Oh, warum ist das denn so blöd? Da stellt man das einmal. Das hinterfrage ich nicht. Ich hinterfrag's einfach nicht. Gut, schickt. Erstmal Leute reinkommen lassen. Folgendermaßen. Ich werde jetzt später wahrscheinlich Konsolenaufnahmen machen oder so. Mal gucken. Auf jeden Fall habe ich das auch vor. Es gibt aber ein paar Spiele, die ich gerne A spielen will. Und zweitens würde ich gerne gucken, ob die Leute Bock da drauf haben. Erstmal gucken, ob der Kai kann. Weil dann könnten wir nämlich noch mal eine Runde 7 Days spielen. Je nachdem, wie es so ist. Düt. Wer macht denn jetzt was? Kai, Martin ist noch bei Hogwarts Legacy. Justin hat sich noch gar nicht gemeldet hier, also generell. Was hättet ihr denn Bock? Das muss ich unbedingt mal anspielen. Und wird mit dem Spiel. Stimmt, ich habe ja die Deluxe Edition. Das habe ich mir mal gezogen. Das habe ich mir geholt, aber das würde ich gerne mit dem Justin anfangen. Und das würde ich gerne mit dem Kai spielen. Aber wie gesagt, es ist ja immer ein bisschen schwierig für mich, die Leute zusammenzukriegen, die sich dann auch bei mir melden, weil ich will ja nicht nur immer nur ein einziges Spiel spielen. Das ist ja ein kleines Problem. Eigentlich irgendwelche Switch-Spiele, die ich noch zocken will. Nö, bis jetzt nicht. Naja. Auf jeden Fall. Ich hoffe, euch geht's soweit ganz gut. Ich habe heute ein bisschen Elden Ring gespielt. Hab's auf YouTube gestreamt. Es war okay. Aber meh. Von daher, meh. Das ist natürlich jetzt langweilig, weil ich da nicht so viel machen kann. Wir haben gestern relativ viel Elden Ring gespielt. Das ist schon mal soweit okay. Das können wir auch lassen. Wir können uns auch später nochmal die Switch anmachen, wer Bock hat. Können wir nochmal eine Runde Mario Kart und so ein Stuff spielen. Wer lustig und Bock hat.
Lass mich mal ganz kurz überlegen. Weißt du was? Ich mach doch die Playsee an. Und spiel mal einfach Last of Us weiter. Das haben wir nämlich die ganze Zeit gezockt. Das war okay. Und fertig. Ich muss mal dieses blaue Hemd wegschmeißen oder in die Altkleidersammlung geben. Einfach aus dem Sinne, weil ich das schon ziemlich lange besitze und es mir langsam an der Wampe zu eng wird. Spielen wir doch erstmal The Last of Us. Ja, man sollte wohl die Game Disc einlegen. Man sollte wohl die Game Disc einlegen, wenn man es spielen will. So, wollen wir mal gucken, ob ich das überhaupt noch hinkriege. Weil ich eben im Xbox-Controller gespielt und wenig mit der Switch, von daher sollte ich die noch drin haben. Beliebige Taste drücken. The Last of Us. Fortfahren. Friedhof. Friedhof? Wirklich? Holy Baboli. Genau, hier waren wir ja fertig. Größtenteils. Warum ist das so dunkel? Na gut. Bedrückende Stille. Wenn ich Zombies kille. Natürlich muss es ein Altar sein. Okay, Zeit zu packen. Warum klettern wir aus dem Fenster? Ellie, komm schon. Dort, da ist die Schule. Okay. Bereit? Werden wir sehen. Frische Luft. Das ist immer gut. Ist hier noch irgendwas Verstecktes? Oh, schade. Es wäre cool, wenn da noch was drin wäre. Einfach so eine Kleinigkeit. Scheinbar. Na komm, du musst dir das nicht noch angucken. Wir uns. Ist da nicht. Wenn du meinst. Hinter dem Tor kenne ich mich überhaupt nicht aus. Kein Thema. Hey, habt ihr es gehört? Seid ruhig. Ah!
Ach, das ist falschen Knopf gedrückt. Ich wollte eigentlich mit R2 da was reinhauen, aber naja. Sie haben auch so stark sein müssen. Komme ich nicht rein? Das bedeutet, hier muss ich vorbei. So schlimm war das jetzt nicht. Ich könnte natürlich versuchen, mit Pfeil und Bogen da was zu machen. Das würde mir wahrscheinlich wesentlich besser gefallen als mit einer relativ lauten Tür. Trotz alledem. Wieso? Pfeil und Bogen ist doch super, Elli. Lautlos und ruhig. Ich hoffe nur, dass ich hier die zwei Pfeile wieder kriege. Eins, zwei, geil. Oh, komm schon. Das war dumm. Ich glaube, das war's. Sehr gut. Wir sind noch nicht sicher. Nein, ich kann nicht. Mist. Pfeile, wieso kann ich ihn nicht nehmen? Ach, verdammt. Habe ich jetzt gerade so schönen Spaß mit dem Bogen gehabt und dann blöd gelaufen. Na gut, dann ist das halt so. Gibt es ja noch Pfeile? Sind das Pfeile? Bitte lass es Pfeile sein. Ach, nee. Ich habe so das Gefühl, dass es hier, wenn du die entweder umgehen oder killen. Okay, hier kann man aufmachen. Das bedeutet, wir müssen hier lang. Okay. Relativ lean. Ich habe einen Schlüssel. Wir sollten sehr leise sein. Bist du bei mir? Ganz ruhig. Hier aber an der falschen Adresse, mein Freund. Ich bin eigentlich nicht so der Typ, der leise ist. Ich bin eigentlich gerne der Typ, der ein bisschen Krach macht. Ist da oben was? Ich glaube nicht. Könnten die Dinger eigentlich...
Dort links. Du hast vorhin nicht übertrieben, oder? Ah, verdammt! Och nein! Leck mich doch! Wirf ein Ziegel und eine Flasche auf einen Klicker, um ihn zu betäuben. Das ist schön! Wenn das sowieso nichts bringt. So, das sieht aber eigentlich ganz gut aus. Muss erst noch mit der Steuerung klarkommen. Und von denen habe ich wesentlich genug. Habe ich mehr als genug. Ich finde es nur schade, dass man so wenig Bögen hat. Super, das gefällt mir persönlich ganz gut, so wie es läuft. Ich hoffe allerdings nur, dass unser Glück einigermaßen anzuhalten scheint. Okay, die sind voll. Kann ich hier noch irgendwas anderes mitnehmen? Nein, kann ich nicht. Diese One-Hit-Klicker nicht wären, dann würde ich ja alles gerne mal echt untersuchen. Aber ich finde es schade, dass sie so viel HP haben. Es wäre fair, wenn die wenigstens relativ meh wären. Eine leuchtende Cornflakes-Packung, wer kennt's nicht? Hat sich wohl jemand vergebens verbarrikadiert. Firefly-Anhänger. Peter Mrovzik. Okay. Kann ich zwar nicht lesen, aber kann man mal machen. Klinge. Okay. Das sieht doch ganz gut aus. Will ich jetzt hier runter durch? Wenn ich auch eine Waffe hätte, könnte ich auch ein paar erledigen. Ruhe, Klappe halten. Die Ellie.
Die Ellie, der juckt's echt im Finger. Ach Mann! Warum hält die so viel leicht Antimo, um sich leiser zu... Echt. Ich will zwar nichts sagen, aber irgendwie, wenn es nicht so viele auf einmal sind, dann macht es auch richtig Spaß. Ich muss ja den ganzen Kram neu machen. Muss ich? Ja, scheint so. Gut, ich hätte mich auch hier jetzt durchquälen können. Komm schon! Es geht. Wenn ich auch eine Waffe hätte, könnte ich auch ein paar erledigen. Ruhe, Klappe halten! Okay. Ist ein bisschen eigenartige Steuerung, weil ich sie nicht gewöhnt bin, weil ich sie nicht kenne. Aber sie funktioniert. Also von daher will ich mich nicht beschweren. Ich würde das Spiel ja auf einfach stellen, wenn ich alleine wäre, weil ich will einfach nur das Spiel genießen. Alles andere ist mir komplett egal. Hallo, ich würde gerne. Ich will zwar nichts sagen, aber. Warum kann ich nur 3 Pfeile nehmen? Warte mal, ich will mal was gucken. Irgendwas craften?
um mehr Pfeile zu bekommen? Das wäre ultra. Aber scheinbar will das Spiel es nicht. Oder ich kann mehr Pfeile tragen, nur das ist ein Bogen und kein... Okay, hier gibt's nichts. Ist ganz gut. Hier lang. Sie ist von drin verriegelt. Wie wäre es denn damit? Was, die Katzentür? Joel, das ist dein Ding. Sei sehr vorsichtig. Na klar. Vielleicht wäre eine Waffe echt nicht schlecht. Okay, Bill. Drin sind noch mehr von diesen Klickerdingern. Oh, Scheiße. Ich würde den. Sie haben uns nicht gesehen. In Deckung bleiben. Vorsichtig. Ich wenigstens wissen würde, wo lang ich muss, aber ich finde, das trägt zur Story bei. Steuerung mit dem Bogen ist echt mies. Was war das denn? Wir müssen es schnell durchziehen. Reingehen, Batterie holen, verschwinden. Ich will da nicht in der Falle sitzen. Okay, verstehe. Man kriegt so wenig Pfeil und Bogen. Einfach, also Muni, weil es einfach, keine Ahnung, es scheint irgendwie genau der Faktor zu sein, auf den man Bock hat. Ich hätte eigentlich auf Aufnahme drücken müssen, aber ich muss mir echt den Stream nochmal runterziehen. Schönes Zimmer. Savage Starlight. Aha, interessant. Ich weiß, dass ich da lang muss, weil der Bilder steht. Trotz alledem würde ich gerne noch mehr mitnehmen. Ich finde die Maßdinger, die Maßeinheiten mit Viertel, Drittel und so weiter und so fort, wie viel das ist. Ich weiß nicht, das hat so einen gewissen Charme, aber es ist... Bin ich echt komisch. Das sollte reichen. Na los, na los, na los! Als hätte ich nicht von hier lang gekonnt. Wer hat das da gelassen? Hast du Freunde hier? Nein. Aber ich kann mir schon denken, wer den Weg nutzen könnte. Die Schule ist hier nebenan. Gehen wir rein. Ja, gleich. Komm, Ellie. Alter, Joel, du hörst dich an, als würdest du die ganze Zeit nur am Scheißen sein oder kurz vorm Verrecken. Spann dich doch mal, Bro. Ich weiß, du hast es nicht einfach und dafür respektiere ich dich auch, aber das ist ein bisschen extrem. Ich habe das Gefühl, Klingen finden wir relativ wenig hier. Muss ich mir echt aufheben und sehr sparsam sein. Oh, bei Seven Days to Die, bei Days Gone habe ich das gerne gemacht. Wo ich das Gefühl habe, dass das Spiel für sowas zu groß ist. Eine Klinge!
Eine Viertelklinge. Och, komm schon. Hey, Joel! Ja? Lass mich doch nochmal oben in aller Ruhe alles nachgucken. Wir sind hier immer im Survival-Modus. Warum verstehen die Leute das? Guck mal, was hier alles liegt. Scharfschützenmunition. Tagebuch eines Jungen. Jetzt ist es offiziell. Die Schule bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Also ist dieser Ausbruch doch zu etwas gut. Keine Schule, gleich keine Hausaufgaben. Also mir passt das gut. Also was soll ich mit der ganzen Freizeit anfangen? 5. Oktober. Mom und Dad haben gestritten. Irgendwie haben sie gleichzeitig geflüstert und sich gegenseitig angeschrien. Offenbar will Mom weg. Zu ihrer Schwester. Er sagt, es sei hier sicher und dass der Ausbruch unsere Stadt nicht erreicht. 6. Oktober. Dad hat mich angebrüllt, weil ich Radio gehört habe. Er sagt, die Nachrichten seien Unsinn. Mom hat ihm zugestimmt und eine tapfere Miene aufgesetzt, aber ich merke, dass sie Angst hat. Sie haben beide Angst. Ich glaube, Dad hat ein schlechtes Gewissen wegen gestern. Gadget hat in meinem Bett geschlafen und Dad hat nichts dazu gesagt. Er kam rein, hat ihn gestreichelt. Geseufzt und ist wieder verschwunden. So habe ich ihn noch nie erlebt. Letzte Nacht hat Dad Mom getröstet. Tante Karen ist tot. Und das habe ich jedenfalls gehört, glaube ich. Beim Frühstück waren alle ganz ruhig, als ob nichts passiert wäre. Ich habe mitgespielt. Officer Jones kam vorbei und hat sich mit Dad unterhalten. Naja, eher geflüstert. So etwas passiert derzeit öfters. Danach hat Dad uns gesagt, dass wir die Stadt verlassen müssen. In ein neues Heim. Das Militär beschützt uns. Ich darf nur eine Tasche mitnehmen. Mom saß einfach nur da. Da, wo wir hingehen, sind keine Haustiere erlaubt. Wir sind mit Gadget an den Stadtrand gefahren. Ich habe ihm sein Halsband abgenommen und ihn laufen lassen. Auf der Rückfahrt sagte Dad ständig, dass es ihm gut gehen werde. Er gehört in die freie Natur. Schon klar. Es ist soweit. Dad sagt, wir werden bald wieder zurück sein. Ich glaube, er lügt. Oh nein. Hat der kleine Junge seinen Hund verloren. Panda Patrol. Sonst, ich dachte eher so ein bisschen Kung Fu Panda mäßig, aber... Wir haben sogar ein kleines Baby mitgenommen. Oh nein. Oh, 5 Pillen. Interessant. Hey, hast du kurz Zeit? Nicht jetzt, Dali. Okay. Warum? Was wollt die? Kannst du mein Papi sein? Finde ich immer komisch, dass die Verfolgerlinse, die eigentlich nicht da sein sollte, immer so aussieht, als wäre sie dreckig. Messer, Messer, Messer. Messer, Messer, Messer. Hilf mir hier mal kurz. Was habe ich gesagt? Da ist der Truck. Ragt aus der Schule raus. Na los. Da hinten sind einige. Wir müssen leise sein. Müssen wir? Ich weiß, dass du gerne zum Kuscheln vorbeikommst, Ellie. Das ist auch kein Problem, aber... Ja, ich bin zu blöd zu treffen. Oh. Ah!
Hab ich mir schon gedacht. Na komm her. So, hier wird jeder gleich behandelt. Kriegt jeder gleich aufs Maul. Ja, ich habe einen Pfeil wieder. Gibt's hier noch irgendwas? Kann ich hier noch... Ach, schade. Bei Seven Days to Die wäre es jetzt wesentlich angenehmer. Könnte mir jetzt so viel looten und hätten das Inventar schon längst voll. Wir wüssten nicht, wohin mit dem ganzen Kram. Dann sammelt man das in irgendwelche Posten. Zu Hause oder was weiß ich, wo man sich einrichtet. Und es vergammelt einfach weiterhin. Group A, was? Group 1 Springfield. Aha. Du, 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 Ellie, du, du. Lauf! Lauf! Fuck! Da hinten sind einige. Wir müssen leise sein. Das ist doch eine geskriptete Falle. Habe ich das Gefühl. Und das finde ich wiederum schade. Ellie, lauf! Lauf! Ich bräuchte jemand Hilfe! Ja, ich auch! Das war einfacher als gedacht. Sie müssen woanders stecken. Na, wir sollten nichts riskieren. Wie kommen wir rein? Holy Barbroly. Bisschen übertrieben, ne? Aber ich finde, es geht. Wenn sich überall diese Klicker sind. Vielleicht über den Schulbus? Da liegt eine Leiter auf dem Bus. Ruf mir da hoch, dann hole ich sie. Kann ich machen, Ellie, aber später sieht doch so aus, als würden da wieder welche kommen. Erstmal gucken, ob wir hier irgendwas machen können. Irgendwas abgrasen oder so. Die Gegend inspizieren. Auf! Räuberleiter. Hopp! Sei vorsichtig da. Danke, Bill.